irisgartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera für einmal. Vor der Kamera eine wunderschöne Blume und Retoroner Naturfotograf aus der Schweiz, der Autor des Blumenkalenders. Thema heute, der ultimative Tipp für die Nahfotografie von Blumen. Reto, was muss man machen? Was ist das Wichtigste, was man als Hobbyfotograf, der auch mal so schöne Blumen fotografieren will wie du im Blumenkalender, was ist das Wichtigste, was man beachten muss? Ganz entscheidend ist, dass man mit dem Licht arbeitet. Das heißt, dass man nicht in extremer Sonne beispielsweise fotografiert. Über Mittag beispielsweise, wenn man diese Pflanze über Mittag betrachtet in vollem Sonnenschein, dann ist hier nicht viel zu machen. Also relativ weiche Lichtsituationen wählen, wenn es leicht bedeckt ist beispielsweise, oder im Herbst, wenn es leicht... Also heute wäre es ein bisschen zu stark bedeckt, oder wie wäre das? Und es geht dem Abend zu, also ein bisschen zu dunkel. Dann wird es schwieriger, Das ist so. Also das ist fast der wichtigste Tipp, dass man gutes Licht sich aussucht, um entsprechende Fotos machen zu können. Der zweite Tipp ist, wenn man etwas Schönes sieht, eine schöne Blume sieht beispielsweise und sich das vorstellt, wie man da irgendeinen Ausschnitt fotografieren will, dann darf ich nicht nur den Vordergrund anschauen, sondern ich muss auch den Hintergrund entsprechend gestalten. Man sieht das jetzt beispielsweise hier, in diesem alten Fensterladen. Natürlich kann das auch schön sein, wenn man diesen Fensterladen integriert, aber im Normalfall ist es wahrscheinlich besser, wenn man versucht, einen relativ neutralen Hintergrund zu wählen. Also durch das, dass ich meine Aufnahmeposition entsprechend variiere, kann ich auch den Hintergrund entsprechend wählen. Und das ist fast das Wichtigste, was sehr viele Leute, die keine große Routine haben für die Fotografie, vergessen, dass sie eigentlich nur fokussieren auf das, was sie fotografieren möchten und den Hintergrund vergessen. Also weiches Licht zuerst und das zweite dann den Hintergrund beachten, indem man einfach die Fotografieposition, auch wenn man schon ein Sujet ausgewählt hat, variiert. Genau. Herzlichen Dank, Retoroner.